Ja, Momo Leute, euer Zero hier und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Let's Play Ark Together mit Regi. Hallo Regi. Hallöchen zusammen und herzlich willkommen zurück. Und ich schlag mich gerade zu dem lilanen Licht durch. Und ich glaube, ich werde da ankommen, ohne zu sterben. Das ist auf jeden Fall gut, das hört sich doch cool an. Sehr positiv. Und ich werde hier gleich das, ja natürlich, ich werde hier gleich das weiße Licht abfarmen, aber erst werde ich mir den nächsten Dodo noch zähmen. Wie gesagt, wir brauchen auf jeden Fall, wir brauchen nämlich so einen kleinen Eiervorrat. Und was eignet sich besser als eine Dodo-Farm? Level 4. Also alle Dodos sind irgendwie sehr, sehr gering gelevelt. Also, Bauplan für Manta-Sattel und deinen Chitin-Helm. Ja, cool. Das hört sich doch ganz gut an. Aber Manta-Sattel vor allem, wir haben ja vor allem noch einen gesehen gehabt, ne? Hier bei uns? Ja, stimmt. Ja. Aber ich glaube, dafür brauchen wir irgendwie, keine Ahnung, einen Harpoon oder so, weil. Oder können wir den Bolzen unter Wasser abschießen? Weil für einen Bogen konnte man unter Wasser nicht abschießen, das weiß ich. Echt nicht? Ja. Okay. Dann kann es sein, dass wir eine Harpune brauchen. Weil ich denke, wenn das mit dem Pfeil und Bogen schon nicht funktioniert hat, dann werden Feuerschusswaffen auch nicht funktionieren. So, wo ist der weiße Rex? Ah, cool. Siehst du, das sogar noch ein weiblicher Dodo. Autsch. Okay, ich glaube, ich bin an dem Rex vorbei. Wenn ich gleich um Hilfe schreie, dann nicht. Okay. Aber ich sehe ihn halt nicht mehr. Den Rex? Ja. Also heißt, wenn du gleich deine typischen Schreie machst, dann wissen wir, ja, das war der Rex. Also einer von beiden. Oh, hier liegt ein großes Ei. Ich würde immer mich vorher umgucken, ob da kein Dino in der Nähe ist. Was war nun Parasaurus-Ei? Ach so. Die sind ja, zu billig, um sich selbst zu verteidigen. Ja, das stimmt. Naja, überlege, weißt du, denk dran an das Ei, was ich denn gedacht habe. Oh, cool, ein Ei, oh, cool. Ja, schön Triceratops, das Ei geklaut. Ja, also ich habe den Rex jetzt gesehen und jetzt bin ich zufrieden und lauf zurück. Ja, cool. So, Versorgungskiste. Ja, wieder diese ganzen coolen. Sind bei dir auch mal diese ganzen coolen Figuren drin? Ja. Würdest du so gern? Ach. Aber weißt du, was ich mache? Ich lasse es jetzt einfach stehen, weil nämlich es ist ja dunkel, weil ja Nacht ist und so. Und es erhält uns den Platz. Weißt du was? Ich hab vielleicht den Dino vergessen, ich am Zehen war. Ich hoffe nicht. Achso. Hoffentlich liegt er noch da. Ja, das wäre schon cool, ne? Kommt, Dodina und Alfrieda. Kommt, meine kleinen Dodos. Nein, er ist auferstanden. Der wandert hier durch die Gegend. Ach Mensch. So traurig. Kommt, die kleinen Scheißer, los, kommt. Ja, die Dodos sind drin. Cool. Sehr schön. Ja, also ich erlaube mir jetzt einfach mal, die Dodos hier drin zu lagern, ja. Ja, mach das. Weil dann können sie nämlich keine Scheiße bauen und niemand kann sie töten. Toll! Was? Ach, Mann. Der hat das Fleisch nicht mehr. Ich muss das Fleisch neu farmen. Das Narkosemittel hat er auch komplett weggenommen. Ach Mensch. Bullshit. Ich spare mir jetzt das Narkosemittel und werde ihn jetzt jedes Mal schlagen, wenn er kurz davor ist, wieder aufzuwachen. Das ist der Plan. Okay, na, wenn er so lange wie er nicht stirbt dabei. Ja, mal gucken. So, sag mal, hatten wir nicht eigentlich irgendwie schon eine Leiter? Ja. Aufs Dach. Wo war die? Ach so, stimmt, die war auf dem Balkon, ne? Ja. Stimmt, ich habe sie gerade gesucht. Ich habe nämlich gesucht, auf welcher Seite sie jetzt war. Ja, nicht. Kletter hoch. Kletter hoch. Ich glaube, ich muss Y drücken. Ja. Mir fällt gerade auf, ich kann hier oben sowieso noch nichts machen. Ey, das Licht ist weg. Es ist verschwunden. Tja, jetzt müssen wir ohne Licht klarkommen. So, lieber Raptor, wir gehen jetzt mal auf die andere Insel und töten ein paar. Obwohl, die Bewusstlosigkeit geht voll schnell runter, ey. Aber ich brauche Essen. Tja. Und ganz ehrlich, ich will irgendwie das Bierfass. Eigentlich will ich am liebsten das Bierfass machen. Tja, mach doch.
gärt ein schmackhaftes Gebräu aus Stroh, Wasser und Beeren. Nein, lass meine Beeren vor. Ich weiß gar nicht, ich muss doch nochmal gucken, wie konnte man nochmal Zement machen? Ich muss gucken. Gib meine Scheiße. Ja, ich gucke auch gerade, wo das. Ja, doch, hatte ich schon gelernt. Zitin, Keratin und Stein. Mörser und Stößel. Ja, cool. Bullshit. Meine ganzen Mejo-Bären sind weg. No. Der Penner hat sie geklaut. Oh, Mann, was ist das für ein Leben? Tja, das Leben des Zero. Ja. Oh. So traurig. Jetzt regnet es auch noch, weißt du. Gott lacht was, über mich. Ne? Ach Mensch. Ups. Oh, sorry, Leute. So, der bleibt erstmal bewusstlos. Lila. Das sieht wirklich weit weg aus. Ich glaube, das lasse ich. Eben. Ich habe momentan sowieso nicht so viel Glück, deswegen sollte ich es nicht herausfordern. Ja, es könnte nach hinten losgehen. Was ist das denn? Was ist denn? Okay. Ach so, eine Tropfbeere. Ein was? Du hast deine Trophäe in irgendwo da reingelegt. Ich habe mich gerade gewundert, was das für eine Haut ist. Keine Ahnung, eine komische Haut. Ja, so. Wahrscheinlich die Krokodilshaut. Ja, irgendwie so. Abdo? Oh. Steht da hinten. Ja, dann ist da ein Vogel im Weg. Wobei ich den eigentlich gar nicht. Oh, den will ich eigentlich gar nicht erschließen. Der ist nämlich blöd. Wer ist blöd? Der Vogel ist blöd, den will ich. Den will ich nicht erschießen. Wo ist der war da rechts von mir. Das waren die Viecher, die uns immer angegriffen haben. Nicht so. Diese Ichi-Dinger. Ja. Ichi, wir müssen uns einen Zähm und ihn Ichi nennen. Ich würde ihn wahrscheinlich den ganzen Tag quälen. Immer kurz vorbeischauen, ihn einmal schlagen. Ja, würde ich wahrscheinlich auch so tun. Ich meine, logisch. Ich meine, hat er uns erst gequält. Achso, was bist du? Ich dachte gerade, was hoppelt denn da hinten für ein komischer Dino rum? Aber das warst du. Ja. Öl. Ja, Viermal Öl gefunden. Nichts. Öl? Ja, von den kleinen Krabbelfiechern. Okay, ist ja cool. Ja, aber das Wasser sieht auch generell irgendwie ölig aus, ne? Finde ich jedenfalls. Das glänzt so ölig. Es hätte, als wäre da so ein riesengroßer Ölteppich drauf. Ja, keine Ahnung. Das Viech hat sich getötet, aber hat mir Öl gegeben, nicht das Wasser. Aber ich habe ihn im Wasser getötet. Naja, hab ich schon gemerkt. Ich würde gerne noch so einen Biber töten, aber der ist im Wasser verdammt schnell. Und schieß ihn ab, dann kommt er raus. Ja, nee, aber der ist so schnell, dass ich ihn wahrscheinlich nicht treffe. Weißt du denn, hat das mit dem Abschießen auch wenig Sinn? Ich überlege die ganze Zeit, was ich jetzt noch machen wollte. Ich wollte eigentlich Beete machen. Aber das Ding ist, dass wir hier gar keine Wasseranlage haben aufs Dach. Ich wollte eigentlich ein paar große Beete aufs Dach stellen. Soll ich mal gleich gucken, ob das möglich ist? Was? Ja, Wasser aufs Dach. Ja, das wäre ganz cool. Na, ich schaue nur mal ganz kurz nach meinem Pelagon. Na, du kleine Kackbratze, warte kurz. Und ich frage mich die ganze Zeit, wo das ganze Keratin hin ist. Ein bisschen was habe ich bei mir drin im Inventar, aber das ist jetzt nicht geklaut von uns oder so. Nee, natürlich nicht, aber irgendwie hatte ich das Gefühl, dass wir voll viel hatten. So, was frisst denn so ein Ichi-Ding ins Kichens? Frisst der Eier? Ich habe ein Ei dabei.
Magst du Eier? Ja. Ich schätze fast eher, dass der Fisch frisst. Der jagt, die jagen doch immer Fische. Ja, bring mal also Fisch mit zu mir. Dann kannst du dein Ichi haben. Yeah, jetzt kommt's, Leute. Wir zähmen einen Vogel, um ihn zu quälen. Einfach nur, weil er uns gequält hat. Also zumindest seine Kumpels. Ih, die Sonne blendet. Ih. Jetzt muss ich dich allerdings auch erstmal finden. Im Kühlschrank. Gucken, wo du bist. Was? Im Kühlschrank. Also ich bin nicht im Kühlschrank. Ach, shit. Ja, stimmt, den Fisch soll ich vielleicht mitnehmen. Och, Raptor, warum bist du denn so lahmarschig? Es hat endlich aufgehört zu regnen, ja. Yay! Nice. Aber ich weiß, was ich noch mitnehmen muss. Essen. Sorry. Ja, hey? Bis du hier bist, habe ich schon Fisch gefangen. Och. Ja, fang mal Fisch. Hast du das Fleisch aus dem Feuer genommen? Ja. Ja, schön. Das hatte ich eigentlich für mich gemacht. So? Das hast du einfach da drin vergessen, weil das Feuer ungefähr eine halbe Stunde lang gebrannt hat. Ja, das hatte ich auch vergessen. Aber jetzt habe ich großen Hunger. Im Kühlschrank sind noch Bären. Damit kannst du es überbrücken. Nein. Ich will Fleisch haben. Ach nee, guck mal, da ist sogar gekochtes Fleisch drin. Hast du, wie viel Fleisch hast du denn hier rausgenommen? Was? 7. Nee, aber im Schrank waren eigentlich auch noch voll viel rohes Fleisch und jetzt ist auf einmal gebratenes Fleisch hier drin. Pardon, ich habe rohes Fleisch da reingetan und gebratenes Fleisch hast du wahrscheinlich reingetan. Nö. Ich wollte nicht raustappen. Ich habe was wieder rausgetappt. Ich wollte eigentlich dahin und dann ich. Also, Ichthyosaurus. Achso, Ichthyornis und Ichthyosaurus sind zwei verschiedene Sachen. Ah, okay. Ich verstehe. Okay. Schade, ich dachte, vielleicht kann man dem doch fliegen. Ich weiß nicht, was die Ente bringt. What? Meine Armbrust ist kaputt. Nein. So ist das Leben eben. Nein, es darf nicht so sein. Es darf nicht so sein. Jetzt habe ich ihn getötet. Die haben nicht viel Leben, diese Ichthyornis. Das kann ich dir sagen. Ja, das haben wir, glaube ich, auch schon gemerkt, oder? Ja, ich habe ihn mit der Keule geschlagen, ist umgefallen. Echt? Ja. Okay, also, dass sie so wenig Leben haben, hätte ich auch nicht gedacht. Aber das mit der Armbrust finde ich voll fies. Und ich kann keine bauen. Ja, warte. Du kannst sie reparieren in der Werkbank. Tu sie mal in die Werkbank. Ach so. Das ist eine Idee. Die Werkbank wird mich hoffentlich retten. Ich meine, meinst du, ich kann die reparieren? Ja, bestimmt. Dachte, man konnte das immer nur. Also ich habe gesehen. Ich habe jetzt auch schon viele Sachen repariert, die ich eigentlich nicht bauen kann. Hey. Da, Tatsache. Boah, was für ein Glück. Das heißt, du brauchst mich gar nicht. Wenn du eine Sache hast, kannst du sie immer reparieren. Und warum hast du die ganzen Bären in die Werkbank gemacht, damit sie hier vergammeln? Ich dachte, ich hätte sie in den Kühlschrank getan. Mein Fehler. Nee, in die Werkbank. Genauso wie alles andere. Okay. Ja gut, ich meine, das Essen nehme ich mit, den Rest kannst du alleine sortieren. Oh, wie nett. Ja. Hast sowieso gerade nichts zu tun, weißt du? Doch, ich muss Beete bauen. Ach ja, stimmt, ich wollte gucken, ob das geht, ne? Mhm. Okay, ich komme mal wieder rüber. Ich darf nur nicht meinen Pteranodon vergessen. Tja. So, okay. Dann plane ich das Ganze mal. Ich brauche dafür Stein, dafür brauche ich erstmal Stein. Stein. Oh, hier liegt ein Ei. Dankeschön. Gui. Weißt du, du findest die ganzen Eier und ich habe hier die ganzen Dodos gezähmt, also die ganzen. Achso, du hast es. Ja, okay. Das waren Dodo-Eier. Ja, alles klar. Fußstein? Stein? Hm? Stein. Ich glaube, in der Werkbank ist noch welcher. 3. Du hast auf jeden Fall nicht gelogen, da war ich ja.
Ja, siehst du? Arian. Ja, es macht Spaß. So, Herstellung. Ich beginne mit Steinwasserrohr gerade. Was ist das? Vertikal. Ich glaube, damit kann ich das herausfinden. Okay. Steinwasserrohr vertikal kann nicht gesetzt werden. Diese Struktur kann auf keiner Plattform platziert werden. Ah ja, und das ist ja so Plattform. Ja, ich hab mir auch gerade so gedacht, so, hä? Können wir da irgendwie oben noch eine Wand hin machen? Vielleicht muss es an der Wand hin, keine Ahnung. Nee, anderer Versuch. Steinwasserrohr gerade. Weil ansonsten ist es echt blöd. Also ich kann es auf dem Boden platzieren, aber ich kann es nicht im Haus auf dem Boden platzieren. Hm, das ist blöd. Das heißt, selbst wenn ich da jetzt irgendwie eine Farm oder so bauen könnte, würde mir das eigentlich nicht wirklich was bringen. Wir könnten gucken. Rein theoretisch können wir diesen komischen Brunnen bauen. Die Frage ist, dieses Wasserreservoir, kann das Wasser nicht da einfach reinregnen und dann hätten wir Wasser? Ich glaube, nein. Könnte ich mir jedenfalls relativ gut vorstellen, dass es nicht funktioniert. Ich glaube, wir hatten noch irgendein Beet hier in der Kiste, oder? Weiß ich nicht. Nee. Ach so, wir konnten so ein kleines Beet bauen, ne? Nee, mittelgroßes Beet. Die Frage ist, wenn wir es ans Wasser platzieren, bekommt es dann Wasser? Ich glaube nicht. Also, ohne es jetzt selbst wirklich so hundertprozentig getestet zu haben, aber ich glaube nicht. Wir machen mal ein kleines Beet und setzen es so ins Wasser, so dass es quasi am Strand liegt, im Wasser. Warte. Lass mal das kleine Beet finden. In der Hoffnung, dass ich es jetzt auch bauen kann. Ja, zur Not machst du halt ein mittelgroßes Beet. Ja, das habe ich gefunden, kann ich aber jetzt gerade nicht bauen. Das kleine aber auch nicht. Steine. Oh Gott, wo habe ich die jetzt gerade hingelegt? Ich glaube, die... Wenn du sie in die Werkbank gelegt hast, da waren 3 Stück, die habe ich dabei. Okay. Oder habe ich die hier reingemacht? Also ich hatte auf jeden Fall gerade welche. Nö, dann waren es die in der Werkbank. Dann würde ich sagen, brauche ich jetzt erstmal ein paar Steinchen. So, dann fahre ich mal mit gleich direkt. Oh, ey, Raptor, du bist echt zu nichts zu gebrauchen, ne? Tja, das der würde sich merken. Aus. Das würde er sich merken. Wenn er irgendwann was auf dich zugerannt kommt, dann würde er sich denken, mach's dir doch selbst. Nein. Den stelle ich jetzt ein, dass er die anderen Ziele angreift. Und mir folgt. Das werde ich nicht nochmal machen, dass er irgendwo stehen bleibt oder mir folgt und noch passiv ist. Und ich denke so, hilf mir doch mal, Hilfe, 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 Hilfe. Und der steht dann da. Nö. Nö. Einfach nö. So, in der nächsten Staffel müssen wir auf jeden Fall nochmal zurück wegen dem Metall. Ach so, ja. Viel, viel mehr. Das stimmt, wir brauchen noch sehr viel mehr. Aber irgendwie vergesse ich auch jedes Mal, dass man theoretisch mit einer Axt mehr Steine rausholt. Weil das für mich einfach total unlogisch ist. Funktioniert das? Nee, damit funktioniert das nicht. So. Aber auf jeden Fall bekommt man mit der Axt kein Metall. Ja. Ich habe 81 Steine jetzt mal in die Werkbank gelegt.
Ja. So, was haben wir denn da noch? Metallbaren. Achso, das ist für die Spitzhacke, hä? Hm? Achso, das ist von meiner Maus. Stroh. Genau das, was ich nicht habe. Okay. Aber ich mache jetzt ein mittleres Beet schnell, dann teste ich das mal. Okay. Ach, ja, mach das. Dann habe ich wenigstens die Materialien für große Beete. Aber ich wusste gar nicht, dass du die kannst. Ja, du kannst sie gar nicht. In der Werkbank habe ich ein Ding, krieg ich davon. Was? Ein Bauplan. Ah, okay. Ja, na dann. Was wollte ich jetzt machen? Stroh. Ein Beet bauen. Du wolltest ein Beet bauen. Ja, ich baue ja schon. Chill mal. Nein! Ich muss dich jetzt hetzen, einfach nur, weil ich es kann. So, mittelgroßes Beet. Mhm. Wir setzen das Ding jetzt ins Wasser. Mittelgroßes Beet kann nicht gesetzt werden, kann nicht unter Wasser platziert werden. Ja gut, das ist ja jetzt auch relativ normal. Okay, dann ans Wasser. Ja. Hallo? Bau dich? Hä? Okay. Geht nicht? Nee. Hörst du das Baugeräusch? Nö. Ich schon. Wie soll ich denn das hören? Hä? Hä? Was? Ich kann's nicht setzen. Nirgendwo. Okay. Das ist ja komisch. Sagt er irgendwie warum? Nö. Warte, ich geb's dir mal. Ja. Das. Nur kurz mal die Kacke aufgesammelt. Bist du? Hallo? Ach, da. Das ist ja wirklich komisch. Also ich kann das zumindest. Obwohl, wahrscheinlich war das grün, wahrscheinlich bei grün bei dir, ne? Mhm. Trotz allem. Ah, cool. Ja, nice. Kann nicht gebaut werden. Cool. Also, falls irgendjemand von euch mal diesen Bug hatte, dann immer her mit irgendwelchen Tipps. Cool. Das finde ich ja witzig. Wahrscheinlich kann es nur auf einem gebauten Boden sein, kann es sein? Nein, kann nicht. Weil ich habe ja die anderen auch einfach aufs Gras gebaut. Stimmt auch wieder. Cool. Und theoretisch, wenn es nicht gebaut werden könnte, dann müsste es ja rot sein und da was dastehen. Weißt du? Das ist ja einfach ein Bug. Und wir haben das Spiel kaputt gemacht. Du hast einfach mal. Ja, natürlich. Ja, cool. Ich würde sagen, dann lassen wir das für heute und wir sehen uns morgen zum Finale wieder. Ja. Ja. Tschüss. See you. Ciao.